Kundendienst. Du kannst entweder recht haben oder erfolgreich sein. Du wirst dich aber in Zukunft entscheiden müssen. Und wenn Sie mit dem Kunden diskutieren, ist das gefährlich geworden durch das Internet. Die Auswirkungen sind wesentlich größer. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie in Google eingeben, United, der Name einer Airline, und dann BR, früher ging das auch nur mit einem B, dann vervollständigt Google den Suchbegriff United Breaks Guitars. Da denken Sie sich, United macht Gitarren kaputt, eigentlich fliegen die doch Leute durch die Welt. Millionen von Menschen, jedes Jahr, relativ problemfrei. Wie kommt das? Wenn Sie den Suchbegriff bestätigen, United Breaks Guitars, kriegen Sie über eine 500.000 Dokumente, fischt Google raus innerhalb von weniger als 30 Sekunden, die sich damit beschäftigen, dass United Gitarren kaputt macht. Was ist da passiert? Im Jahr 2009 war ein relativ unbekannter kanadischer Country-Musiker Dave Carroll unterwegs mit United Airlines, ist in Omaha umgestiegen und sah mit einmal zu seinem Entsetzen aus dem Flugzeug wie auf dem Vorfeld die Leute, die das Gepäck da einladen, mit seinen Gitarrenkoffern praktisch fangen spielten. Teure Profi-Gitarre. Und an seinem Ziel angekommen, macht er natürlich sofort am Gepäckband den Gitarrenkoffer auf und siehe da, die Gitarre war kaputt. Eine teure Profi-Gitarre. Er beschwerte sich sofort vor Ort bei der Firma United und der Mitarbeiter sagte, das, was viele sagen, ist nicht unser Problem. Wissen Sie, das ist in Omaha passiert und das waren die Leute vom Flughafen Omaha, das waren gar nicht United-Leute. Außerdem können Sie nicht beweisen, dass die Gitarre heile war, als Sie sie aufgegeben haben und außerdem hätten Sie die Gitarre gar nicht einchecken dürfen. Gucken Sie hier mal aufs Kleingedruckte, die hätten Sie mit in die Kabine nehmen müssen. Daraufhin sagte der leidgeprüfte Profimusiker, wir versuchen, einen riesen Gitarrenkoffer in die Kabine mitzunehmen, dann sind die Leute, die da dafür zuständig sind, auch nicht begeistert. Ein halbes Jahr zog sich das und immer höhere Kundendienstleute erklärten ihm wieder, nee, sie können die Reparatur nicht übernehmen, das ging um ein paar hundert Dollar. Bis irgendwann die Chefin des gesamten Serviceapparats von United sagte, sie werden die Reparatur nicht bezahlen. Zu diesem Zeitpunkt besann sich Dave Carroll auf die Waffe, die er am besten kennt. Und als Liedermacher machte er ein Lied. Das Lied heißt United Breaks Guitars. Und wenn Sie es googeln, finden Sie ein YouTube-Video, was per Stand heute Morgen mehr als 19 Millionen Mal gespielt wurde. Das heißt, 19 Millionen Menschen haben sich in den letzten 7 Jahren angehört, dass United Gitarren kaputt macht. Und jedes Mal, wenn ich nachgucke, ist es 1 Million mehr. Innerhalb von 4 Tagen hatte sich die 1. Million auf YouTube das angehört. Und United war alarmiert und kontaktierte Dave Carroll und sagte ihm, bot ihm Geld an, damit er das Video runternimmt. Zu Anfang hätten sie das Problem mit ein paar hundert Dollar aus der Welt kriegen können. Jetzt war Dave Carroll nicht mehr zu kaufen. Hat gleich ein zweites Video über diesen Bestechungsversuch produziert. Mittlerweile, gucken Sie sich mal in Google das durch, alle großen Nachrichtenagenturen haben das Thema gehabt. Es war zigmal im Fernsehen, sämtliche deutschen Nachrichtenmagazine haben sich damit beschäftigt. Es gibt über 500.000 Dokumente im Internet, das geht nie wieder weg. 19 Millionen Leute haben sich das Video, das Lied angeguckt, United Breaks Guitars. Es gibt ein Buch United Breaks Guitars, es gibt einen Blog United Breaks Guitars. Der Aktienkurs von United ist 10% eingebrochen. Der Economist hat ausgerechnet, dass die das zwischen 150 und 180 Millionen Euro Firmenwert gekostet hat, dieser Einbruch. Und zwar eine Sache, die mit ein paar hundert Dollar aus der Welt zu schaffen gewesen wäre. United hat daraus übrigens gelernt. Mittlerweile gehört das Lied zur Einführung jedes neuen Mitarbeiters, damit jedem Mitarbeiter klar ist, so geht das nicht. Diese Fehler machen wir nie wieder. Und United hat wirklich daraus gelernt. Wenn Sie eingeben United Delays, also United und Verspätungen, vervollständigt Ihnen die Google-Suche United Delays Flight because of dying mother. United hält einen Flug auf, wegen einer sterbenden Mutter. Was ist passiert? Terry Drake, ein Texaner, der aber in San Francisco wohnte, kriegte einen Anruf spät nachmittags. Seine Mutter, die in einer texanischen Provinzstadt lebt, liegt im Sterben und wird die Nacht nicht überleben. Und er fuhr zum Flughafen, kriegte einen Flug nach Houston und in Houston wusste er, hat er 40 Minuten Zeit, um umzusteigen in seinen Regionalflieger, in sein Provinznest. Aber der Flug aus San Francisco raus wurde aufgehalten, nicht die Schuld von United, nicht die Schuld von Terry Drake. Aber als der Flug dann die Reiseflughöhe erreicht und der Pilot durchgab, wie viel die Verspätung ist, verstand Terry Drake,
dass er den Anschlussflug nicht kriegen würde und dass er seine Mutter lebend nicht wiedersehen würde. Und in dem Moment fing er an, bitterlich zu weinen. Und die Stewardess kam angelaufen mit Papierservietten, damit er seine Tränen trocknen konnte, aber beließ es nicht dabei. Sie fragte ihn, was ist los? Und er erzählte ihr, ich muss diesen Anschlussflug kriegen, um meine Mutter noch lebend zu sehen. Die Stewardess versprach, alles zu tun, was sie kann, was in dem Fall natürlich nicht besonders viel ist, aber sie schnappte sich sein Ticket und rannte damit zum Pilot. In Houston rannte Terry Drake völlig gehetzt zum Gate und wusste aber schon, er kann es nicht mehr schaffen. Es war schon zu spät, der Flug war eigentlich schon weg in seinen Provinzort. Aber als er zum Gate kam, stand da eine Mitarbeiterin, die schon auf die Ferne zurief, Mr. Drake, wir haben auf Sie gewartet, kommen Sie. Und er kam in einen Flug, der direkt hinter ihm geschlossen wurde. Die hatten den gesamten Flug warten lassen. Er beschreibt das nachher in einem Artikel, den er geschrieben hat, als praktisch Konspiration von zig verschiedenen Mitarbeitern von United Airlines, die dazu geführt hat, dass er pünktlich seinen Flieger kriegte. Und spät in dieser Nacht saß er am Krankenbett seiner Mutter und sie wurde noch einmal wach und hatte einen lichten Moment gegen 3 Uhr morgens und verstarb dann friedlich. Und Terry Drake und seine Geschwister trockneten sich mit United Airlines, servierten die Tränen. Und Terry Drake hat dafür gesorgt. Er hat einen Brief geschrieben. Er hat jeden einzelnen Mitarbeiter persönlich erwähnt, mit vollem Namen. Sowohl die Flugbegleiterin, wie auch den Captain der Maschine nach Houston, wie auch den Captain der nächsten Maschine, der völlig regelwidrig den Flug aufgehalten hat. Er hat 200 andere Leute warten lassen. Das macht man nicht bei United Airlines. Aber alle haben konspiriert, um ihm zu ermöglichen, seine Mutter nochmal zu sehen. So, und wenn Sie das mal googeln, finden Sie auch über 1 Million Dokumente darüber. Und Sie finden auch, dass es aufgegriffen wurde von allen Medien. Das heißt, der Einsatz ist einfach höher geworden. Guter Kundendienst, außergewöhnlicher Kundendienst spricht sich rum. Und wenn Sie Fehler machen, die Fehler gehen nie wieder weg. Mit den Fehlern werden Sie den Rest Ihrer Unternehmenszeit leben müssen. Das heißt, sorgen Sie dafür, dass die Kunden das kriegen, was sie wollen. Diskutieren Sie nicht mit dem Kunden. Wenn der Kunde ein Problem hat, ist das ein Problem. Wer Recht hat, spielt keine Rolle. Denken Sie dran, um Kunden geht's. Sie können entweder Recht haben oder erfolgreich sein. Aber Sie müssen sich entscheiden. I've heard all your excuses, and I've chased your wild gooses, and this attitude...